Im Grunde eines jeden Wesens leuchtet tief in seinem Herzensgrund ein strahlendes Licht, das mit seinem unendlichen Glanz das ganze Universum erfüllt. Dieses Licht ist das wahre Selbst des Menschen. Die indischen Upanishaden nennen es den Atman. Der Atman, das wahre Selbst des Menschen. Dieses Licht, dieses Selbst, kennt weder Geburt noch Tod. Denn es wird nicht geboren und stirbt nicht. Das heißt, es wurde nie geboren, aus dem Grund, weil es die zeitlose Ewigkeit selbst ist. Das heißt, es ist das ewig Seiende, ohne Anfang. Und da es das ewig Seiende ist, kennt es auch keinen Tod, keine Vergänglichkeit. Da es keinen Raum und keine Zeit gibt. Nur der Mensch in seinem dualistischen, unterscheidenden Bewusstsein hat eben diese Illusion von Raum und Zeit in die Welt gesetzt und sich selbst darin verfangen, hat sich selbst gebunden und lebt innerhalb dieser engen Grenzen, dieser raumzeitlichen Grenzen sein armseliges, in der Illusion befristetes Dasein. Doch in Wirklichkeit ist der Mensch in dem, was er ist, unsterblich. Das heißt, der Mensch ist unsterblich, denn das, was stirbt, ist ja nur eine Ansammlung von unpersönlichen Daseinsfaktoren, so wie sie im Buddhismus bezeichnet werden als Skandhas. Und dieses Zusammensetzen aus Körper, Empfindungen, Wahrnehmungen, Geistesregungen und Bewusstseinsformationen. Und darin ist das Ganzliche, das ganze menschliche Leben drin enthalten. Doch das ist wie ein Schleier. Und hinter dem Schleier offenbart sich das wahre Selbst, ewig seiend. Das ist schön und gut, wenn ich das sage. Doch könnte man jetzt fragen, ja, das hört sich großartig an, doch welchen Nutzen habe ich davon? Nun ja. Du hast keinen Nutzen davon, solange du das nur als interessante Theorie aufnimmst und sagst so, aha, hört sich ja gut an und damit hat sich das. Aber so wie ein goldenes Gefäß mit Schmutz
bedeckt sein kann, sodass man seinen wahren Glanz nicht erkennen kann, so ist es auch mit dem menschlichen Bewusstsein. Wenn du dieses Gefäß reinigst und den Schmutz entfernst, gibt es seinen ursprünglichen hellen Glanz wieder. Und genauso, wenn du dich befreist von all deinen Identifikationen, das heißt deinen Anhaftungen, deinen Begierden, deinen ganzen Wahnvorstellungen, die aus Raum- und Zeitillusionen resultieren, vollkommen rein und unbefleckt, wird sich dir eben dein wahres Licht, dein inneres Selbst offenbaren. Weshalb auch Jesus sagt, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Gott schauen, dein wahres Selbst, ist die zeitlose Ewigkeit, es ist die göttliche Wirklichkeit. Es gibt viele Bezeichnungen dafür in den Religionen, als Brahman und Tao und alles Mögliche und Krishna. Aber wie du es auch nennst, dieses raumzeitlose, aus sich selbst seiende Sein ist eben die göttliche Herrlichkeit. Nun ja, im Mahamudra heißt es, so wie die dunklen Wolken am Himmel das strahlende Licht der Sonne verdunkeln, sodass man sein ursprüngliches Leuchten nicht erkennen kann. So verdunkelt eben der Mensch durch sein Nichtwissen sein inneres strahlendes Licht. Sind die Wolken beseitigt, lösen sie sich auf, strahlt das Sonnenlicht. Ist das Nichtwissen beseitigt, strahlt das wahre Selbst. Es gibt in den Religionen viele Ansätze dazu, um dahin zu gelangen. Doch diese Ansätze, diese ganzen verschiedenen Theorien, diese Lehren, diese ganzen Dogmen in den Religionen, haben sich so verselbstständigt und verfestigt, dass die Menschen eben das, um was es eigentlich geht, dabei sehr aus den Augen verloren haben und dann nur noch an diesen bestimmten Lehren, an diesen ganz dogmatischen Vorstellungen, was wohl die göttliche Wirklichkeit sei und was der Weg dazu sei, dass die Menschen sich darin verloren haben, darin festhängen. Doch im Zen heißt es, der Geist ist von strahlender Klarheit erfüllt und deshalb werft die Dunkelheit eurer alten, toten Begriffe fort. Befreit euch von allem.